Interessant, was machen wir hier? In der ersten Runde sollt ihr mir einen Kuchen backen. Einen Kuchen, das ist ganz einfach. Zuerst mache ich den Teig. Dafür brauche ich Mehl, Eier, Milch, etwas Zucker und frisch gepressten Zitronensaft. Das sieht ganz schön einfach aus. Ich muss einfach der Oma nachmachen. Oh nein! Ich habe Zitronensaft in die Augen bekommen. Das tut doch weh, Oma. Oh, Emma, tut mir leid, das habe ich nicht bemerkt. Also, der Teig für meine Tortenschichten ist bereits fertig. Jetzt muss ich ihn nur noch in Formen kippen. Und vorsichtig in den Ofen bringen. Also, nee, ich habe sicher keine Lust mehr, mit Mehl weiter zu backen. Ich mache meinen Kuchen für Kate einfach aus anderen Süßigkeiten. Zuerst brauche ich ein paar Rollen Hubba-Bubba-Kaugummi. Aber um die auszurollen, brauche ich ganz besondere Hilfe. Diese super tolle Maschine macht den Job für mich. Oh ja, das ist genau das, was ich brauche. Vielen Dank. Du kannst gehen. Jetzt brauche ich einen Lastwagen voller Gummibärchen. Die kippen wir auf eine Bratpfanne, um sie zu schmelzen. Immer schön umrühren dabei. Jetzt heben wir die Pfanne schön vorsichtig. Und das kommt jetzt über meine Kaugummischicht. Das sieht ja jetzt schon richtig gut aus. Hier kommt die zweite Kaugummischicht. Na los, vorsichtig absenken. Jetzt noch eine Gummibärchenschicht. Und dann noch ein paar Schichten Kaugummis. Daraus mache ich eine perfekte Süßigkeitentorte. Jetzt bin ich fertig. Ah, ich glaube, die Oma ist auch schon fast fertig. Ah, natürlich. Die Basis für meine Torte ist fertig. Jetzt schneide ich sie in zwei Stücke und schmier meine Creme über die erste Schicht. Schön verteilen. Und dann die zweite Schicht drüberlegen. Sieht doch schön aus. Was schaust du mich so an? Das ist doch mega langweilig. Schau mal, wie ich meine Torte mache. Ich benutze dafür schön viel Lebensmittelfarbe. Yeah, je bunter, desto besser. Und gleich kommt der beste Moment überhaupt. Ich werde nämlich all diese Tröpfchen miteinander verbinden. Dadurch bekomme ich ein einzigartiges Muster. Och, was für eine Schönheit. Jetzt mache ich ein Loch in der Mitte der Torte, um so viele Skittles-Bonbons wie möglich hineinzulegen. Alle lieben Skittles, also bin ich mir sicher, das wird der Kleinen gefallen. Ich habe ein bisschen zu wenig Bonbons. Da passen noch mehr rein. Diese Torte könnt ihr eindeutig beneiden. Ja, ja, schön nett. Aber ich werde meine Torte mit was viel Gesünderem verzieren. Und zwar mit Erdbeeren. Zuerst muss ich diese grünen Spitzen loswerden. Und dann schneide ich sie in zwei Hälften und klebe sie an meine Torte. Ach, Papalapap, hast du diesen Regenbogen gesehen? Der kommt noch über meine Torte. Dann benutze ich noch ein paar Minzblätter. Und ein Stück Zitrone. Meine Torte sieht cooler aus. Nein. Oh doch. Nein. Worüber streiten die sich überhaupt? Na, wie auch immer, ich werde meine Torte auch verzieren. Und zwar mit ein bisschen Kaugummi. Hey, jetzt hört endlich auf, euch zu streiten. Lasst Kate entscheiden. Oh, wow, das sieht ja wunderschön aus. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Oh, das sieht appetitlich aus. Das ist der Kuchen von meiner Großmutter. Mensch, ist der... Sauer!
wieso hast du deine Zitrone hinzugegeben? Ist doch blöd. Wow. Und jetzt probiere ich diese Torte vom Chefkoch. Wow, da sind so viele Skittles drin. Der Wahnsinn. Schmeckt einfach super. Ich liebe es. Wow. Was ist das denn für eine Barbie-Torte? Emma, hast du es wirklich geschafft, einen Kuchen aus Kaugummi zu machen? Sowas habe ich noch nie gesehen. Wow. Das zieht sich ja voll in die Länge. Sowas habe ich mir ja gar nicht vorstellen können. Wisst ihr, was noch so toll ist an dieser Torte? Man kann daraus Kaugummiblasen machen. Das zeige ich euch. Ah, das ist nicht nur lecker, macht auch noch richtig viel Spaß. Du hast gewonnen, Emma. Yeah, die Mühe hat sich ausgezahlt. Was machen wir in dieser Runde? Ich wünsche mir in dieser Runde ein Spiegelei. Ein Spiegelei? Das ist doch viel zu einfach. Zuerst muss ich das Eiweiß vom Eigelb fachgerecht trennen. Das mache ich mit einem Wurf. Pure Angeberei. Denkst du, ich kann sowas nicht? Vielleicht doch nicht. Was soll ich jetzt machen? Das waren meine einzigen Eier. Vielleicht können mir noch diese Spritzen hier helfen. Ich fülle einfach mein Ei in die Spritze. In die andere Spritze kommt das Eiweiß. Und jetzt kippe ich das einfach auf meine Bratpfanne. Und schon kriege ich Mini-Spiegeleier. Oder Spiegeleier für Puppen. Ich habe eine schwere Aufgabe vor mir. Ich muss das Eiweiß schön einfärben, um es bunter zu machen. Super, fertig. Jetzt werde ich mit Hilfe einer Spritze ein Regenbogenei machen. Und das Eigelb ist die Sonne. Ach, wozu die ganze Mühe? Ich mache einfach ein Kätzchengesicht aus meinen Eiern. Das Eigelb sieht aus wie zwei große Augen. Ist doch süß geworden. Aua! Oma, was hast du angerichtet? Mein schöner Regenbogen. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh, meine Katze sieht richtig süß aus. Das ist voll unfair. Womit soll ich anfangen? Mit diesen Puppenspiegeleiern zum Beispiel. Das ist ganz schön köstlich. War es das schon? Viel zu wenig. Und was haben die anderen gemacht? Was ist das denn? Nee, sorry, darauf habe ich echt keine Lust. Bäh. Oh, was für ein süßes Kätzchen. Das werde ich sofort probieren. Das schmeckt super. Oma, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Oh, das ist ja so nett von dir. Ich frage mich, was die Aufgabe in dieser Runde sein wird. Ich wünsche mir ein paar Churros. Wisst ihr, was das ist? Ach, natürlich doch. Ich werde sie dir gleich zubereiten. Zuerst muss ich Mehl, Zucker und Wasser vermischen. Und damit der Teig klumpenfrei ist, mische ich ihn in einer Maschine. Und wenn ich heute schon mit Farbstoff arbeite, dann tue ich es auch ein zweites Mal. Meine blau-rosa Teigmischung kommt in einen extra Beutel und damit quetsche ich sie in heißes Öl. Okay, sieht ganz schön einfach aus. Ich muss einfach nur den Teig in einen Beutel geben und dann in eine Bratpfanne. Ups, hier ist was schiefgegangen. Ist ja viel zu blöd. Ich muss mir was überlegen. Ah ja, genau. Ich mache meine Churros einfach aus Marshmallows. Marshmallows schmecken an sich gut. Aber wenn ich die erstmal frittiert habe. Ich habe keine Ahnung, was Churros sind.
Aber ich lerne schnell. Den Teig mache ich in einer Flasche. Das ist viel praktischer. Alle Zutaten sind drin. Jetzt muss ich die Flasche durchschütteln, bis ich einen homogenen Teig bekomme. Boah, ich hab's irgendwie ein bisschen übertrieben. Oma, bitte, beruhig dich. Ah, tatsächlich, jetzt geht's mir besser. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich schneide ein Muster in den Deckel und presse den Teig aus der Flasche auf ein Backblech. Noch ein bisschen Eiscreme. Wird auch nicht schaden. Mit Eis schmeckt nämlich alles besser. Ein paar Streusel. Je bunter, desto besser. Hä, Oma, was ist das denn? Na, was denn wohl? Das sind Churros. Da kommt jetzt noch ein bisschen Honig obendrauf. Das sind doch ganz normale Kekse. Also, ich frage mich, was aus meinen Marshmallows geworden ist. Ups, sieht so lala aus. Aber vielleicht gefällt das ja Kate. Ach du meine Güte, heute Nacht werde ich Albträume sehen. Guten Appetit. Ich kann es kaum erwarten, alles zu probieren. Also alles bis auf diese komischen Marshmallows hier. Die sind ja fettig. Hm, probieren wir mal, was die Oma gemacht hat. Schmeckt gut, aber das sind Kekse. Wow! Oh, der Chefkoch hat mir tatsächlich ein paar Churros gemacht. Mmh, die riechen einfach super. Und schmecken perfekt, vor allem mit diesem leckeren Eis. Du hast gewonnen. Ja, na endlich, endlich. Einen Moment mal, die kleine Tina ist fast fertig. Was ist das denn? Aha, sie wünscht sich also einen Lego-Kuchen. Könnt ihr das machen? Ah, Sandy ist absolut begeistert. Sie liebt Lego. Und der Chefkoch benutzt einfach ein paar Lego-Formen. Ja, aber erstmal müssen wir ein paar neugierige Leute aus dem Weg schaffen. Mh, Schokolade. Chilischote? Was willst du denn damit? Ich muss die Schokolade schmelzen lassen. Na also, habe ich doch gesagt. Hat geklappt. Jetzt muss ich die Schokolade in die Form gießen. Und außerdem brauche ich jetzt noch ein paar Mentos. Damit kann ich die Schokolade wieder einfrieren. Wow, das hast du alles nur mit deinem Atem geschafft? Unglaublich. Das sind die perfekten Lego-Details. Na, wie geht's den anderen? Ich glaube, die Oma hat keine Ahnung, wie sie die Sache angehen soll. Ich habe einen Lego-Kran zusammengebaut. Und dieser Arbeiter wird mir jetzt dabei helfen. Was ist denn hier los? Oma, mach dir keine Sorgen. Deine Enkelin hat einfach ihre eigene Art, den Kuchen zu dekorieren. Lego gibt einfach mehr Inspiration. Ach, von diesen ganzen Bauarbeiten habe ich Kopfschmerzen bekommen. Ich werde meine Torte schön vorsichtig und langsam dekorieren. Ich benutze dieses Glas und mache damit eine kleine Lego-Form. Na, sieht doch schon mal gut aus. Bei mir läuft soweit alles perfekt. Ich mache hier einen kleinen Lego-Mann aus dem Kuchen. Hey, du bist schon wieder viel zu neugierig. Was macht Sandy? Schaut mal, mein Lego-Turm ist fertig. Gefällt er euch? Na, Tina, was sagst du zu diesen Torten? Oh, wow, das sieht ja perfekt aus. Was für ein toller Lego-Kran. Ups, der ist umgefallen. Na, okay, probieren wir mal. Au, das ist doch gar kein Kuchen. Wegen dir wären meine Zähne beinahe kaputt gegangen. Hm, diese Torte sieht ja toll aus. Und schmeckt mega lecker. Sind diese Bausteine vielleicht essbar? Ich probiere mal. Tina, sei bitte vorsichtig. Nicht alle Bausteine sind essbar. Ihr habt mir schon wieder was vorgemacht. Ich nehme mir einfach eine Gabel und esse den letzten Kuchen. Mh, der schmeckt ja lecker. Herzlichen Glückwunsch, Oma. Du hast gewonnen.
die kleine Tina wünscht sich ein Kinderjoy. Oh, was ist das denn? Ein Ei? Der Chefkoch hat sich bereits mit einer riesigen Form bewaffnet. Er wird was Unglaubliches machen. Und ich habe gerade eine Packung von Kinderjoy in der Speisekammer gefunden. Einfach mal öffnen. Kann die Oma sich vielleicht auch ein Ei nehmen? Vielen Dank. Was hast du denn mit diesem Ei vor, Oma? Hast du etwa noch nie ein Kinderjoy probiert? Natürlich nicht. In meiner Jugend gab's sowas nicht. Da hatten wir nur normale Hühnereier. Aber diesen ganzen Schokoeier von Kinder ist was Neues. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich diesen Kuchen angehen werde. Oma, hast du mir einfach alle meine Kinderjoys weggenommen? Sandy, bitte beruhig dich. Hier hast du ein bisschen Taschengeld. Davon kannst du dir was Neues kaufen. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Also zurück zur Torte. Ich erhitze erstmal die Eierfüllung und gieße sie über meine Torte. Schaut doch mal, was für ein hübsches Muster das ergibt. Und dekorieren tun wir die Torte mit den kleinen Kügelchen. Sieht doch schön aus. Was machst du denn da? Wieso klebst du so hartnäckig an meinen Fingern? Du nervst mich. Willst du vielleicht an der Torte kleben? Ups, ich habe gerade die Torte kaputt gemacht. Ich habe noch nichts dekoriert, aber schon alles kaputt gemacht. Ach komm schon, Kleines. Das kann doch passieren. Beruhig dich. Ach, ich bitte euch, meine Idee ist viel zu genial gegen mich. Habt ihr doch eh gar keine Chance. Ich packe meinen Kuchen in ein Schokoei. Der wird genauso aussehen wie ein Kinderjoy. Wir vergessen nicht die Milchschicht und vor allem nicht die Kügelchen. Die sehen doch richtig genial aus. Ah, einfach perfekt. Na, seid ihr fertig? Können wir weitermachen? Oh, Sandy hat irgendwie gar nichts geschafft. Aber die Oma hat ihr schließlich noch ein bisschen helfen können. Oh, wow, was für Torten! Ist das ein riesiges Kinderei? Ach du meine Güte, was ist das denn? Nee, das werde ich noch nicht einmal probieren. Zurück zu dieser Torte. Oh, wow, so viel Creme! Schmeckt einfach köstlich. Und jetzt muss ich unbedingt diese Torte vom Chefkoch probieren. Oh Mann, die ist ja ganz schön schwer. Ich bin nicht stark genug. Ups, sie ist hingefallen. Na okay, ich kann auch sowas probieren. Oh wow, das sieht einfach genial aus. Und schmeckt einfach wunderbar. Genau wie ein Kinderjoy. Chefkoch, du hast gewonnen. Wohlverdient. Was wünschst du dir diesmal, kleine Tina? Aha, einen Bananenkuchen? Oh, das kann ich schaffen. Ich mag Bananen. Als ich jung war, galten Bananen als Delikatesse. Sandy, machst du mir einfach nach? Nein, ganz und gar nicht. Ich esse bloß die Banane. Na, typisch Kinder. Also, Bananenkuchen sind kinderleicht. Ich brauche nur ein paar Bananen. Die schäle ich. Und jetzt schneide ich sie in Stücke. Jetzt lege ich sie in eine Form. Schön verteilen. Und obendrauf kommen noch ein paar Teigstreifen. So sieht ein echter Bananenkuchen aus. Schau mal, Chefkoch, gefällt dir das? Ach, das ist doch mega banal. Ich mache hier ein echtes kulinarisches Meisterwerk. Ich muss weiße Schokolade noch schmelzen lassen. Und jetzt kommt die geschmolzene Schokolade in mein professionelles Werkzeug. Und jetzt kommt der spaßigste Teil. Diese Banane bespritzen wir jetzt. Sieht genauso aus, wie ich es mir gewünscht habe. Perfekt. Oh, wow. Sieht ja fantastisch aus. Ich habe eine geniale Idee.
Ich brauche einfach ein paar Oreo-Kekse, die ich zerkrümle. Fertig. Diese Krümel kommen jetzt in eine Schüssel, ein bisschen Karamellsirup, alles schön umrühren. Perfekte, leckere Schokokaramellfüllung, die ich einfach in eine Banane reinkippe. Oma, Chefkoch, sowas habt ihr euch nicht ausdenken können. Oh wow, Sandy, das sieht tatsächlich interessant aus. Und sei doch nicht so sauer, deine Torte sieht wirklich aus wie eine Banane. Und das Klebeband hätte wirklich nicht sein müssen. Ist das überhaupt essbar? Ich weiß ja nicht. Sandy, das hast du toll gemacht. Also zurück zu meiner Torte. Ich muss meine Torte noch mit ein bisschen gelbem Marzipan verzieren. Sieht auch schon gleich wie eine echte Banane aus. Na, was sagt ihr dazu? Echte Banane. Nein, ich habe eine echte Banane. Nein, ich. Ach, kommt schon, ihr habt beide tolle Kuchen. Hier kommt meine Bananentorte. Oh nein! Oh, gerade noch mal gut gegangen. Wow, dieser Kuchen sieht tatsächlich viel besser aus. Es wird Zeit, die Torten zu probieren. Wo ist die dritte Torte? Na, wie auch immer. Ich fange mit dieser Bananentorte hier an. Sieht perfekt aus. Ich hoffe, dass das auch schmeckt. Mh, richtig gut. Und jetzt dieser Kuchen hier. Ich brauche eine Gabel. Sieht lecker aus. Ich frage mich, wie die schmeckt. Schmeckt super. Wie soll ich denn nur einen Sieger wählen? Ich glaube, dieser Kuchen hier schmeckt besser. Ja, ich habe gewonnen. Sandy, aber das war eigentlich Omas Kuchen. Heißt das jetzt, dass ihr beide gewonnen habt? Na, wie auch immer. Lasst uns mit was Einfachem anfangen. Ich will ein paar Pfannkuchen. Pfannkuchen, das ist doch mein Leibgericht. In meinem Leben habe ich so viele Pfannkuchen gemacht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das Rezept kenne ich in- und auswendig. Ich brauche Mehl und Milch. Jetzt schlage ich ein Ei auf. Zack, worauf wartest du? Mach's mir nach. Was soll ich machen? Ich nehme eine Schüssel, ich gebe da etwas Mehl rein. Je mehr, desto besser. Oh Mann, das war ein bisschen zu viel. Als nächstes kommen da die Eier rein. Ah, damit muss ich vorsichtig umgehen. Und die Milch nicht vergessen. Genau das hat die Oma gezeigt. Oh wow, dein Teig sieht ja gut aus. Ja, gleich mache ich Pfannkuchen daraus. Oh nein! Was habe ich angerichtet? Oma, das ist alles deine Schuld. Ich habe mich ablenken lassen. Wie auch immer. Jetzt muss ich diesen Teig schön durchmixen. Ich glaube, das reicht. Oh Mann, dieser blöde Mixer ist stecken geblieben. Hä? Wo sind die Dinger? Nein, bloß nicht das. Wie soll ich die denn rausholen? Jetzt stecken die wohl fest. Ach du meine Güte, Sack. Wie auch immer, ich mache mich jetzt an meine Pfannkuchen. Ich habe eben keine Konkurrenz. Seht euch diese Schönheit an. Und da kommt jetzt noch etwas Ahornsirup drüber. So schmecken die gleich viel, viel besser. Und ein Stückchen Butter nicht vergessen. Oma, das sieht zwar hübsch aus, aber ich zeig dir, was richtige Pfannkuchen sind. Ich mache meine nämlich bunt. So wird das Naschen viel mehr Spaß machen. Wunderbar. Mein Teig ist fertig. Jetzt kann ich die Pfannkuchen machen. Ich werde meine Pfannkuchen in Form von Köpfen von berühmten Figuren machen. So werden die schön bunt, schmackhaft und natürlich einprägsam sein. Oh, das sieht ja hübsch aus. Jetzt umdrehen. Und noch von der anderen Seite braten. Ab auf den Teller. Oh,
Mann, alle haben voll die tollen Pfannkuchen gemacht. Was soll ich denn machen? Ah, genau. Wer braucht schon Teig? Ich kann einfach Brot benutzen. Ich nehme mir ein Glas und stampfe einfach die Mitte aus. Und damit die besser schmecken, kippe ich noch etwas Schlagsahne obendrauf. Ich meine, mit Schlagsahne schmeckt doch alles viel besser. Na also, was habe ich gesagt? Als letztes kommen da noch ein bisschen bunte Streusel drauf. Ich bin fertig. Kate, das wird dir gefallen. Oh wow, so eine Vielzahl an Pfannkuchen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich fange mit diesen Stückchen hier an. Ich hoffe, die enttäuschen mich nicht. Hm, schmeckt ganz schön merkwürdig. Aber die Schlagsahne hat mir gefallen. Hm, vor allem die Streusel. Wir machen weiter. Hä? Was ist das denn? Riecht lecker, sieht auch interessant aus. Oh Mann, gefällt mir total. Da habt ihr euch aber Mühe gegeben. Probieren wir noch diese Pfannkuchen hier. Oma, ich bin mir sicher, du hast sie gemacht. Hm, richtig appetitlich. Oh ja, das sind die besten Pfannkuchen aller Zeit. Oma, du gewinnst in dieser Runde. Oh ja, hab ich's doch gewusst. Macht euch nichts draus. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Ich wünsche mir eine Tasse heißer Schokolade. Ach, das kann ich machen. Alles klar. Ha, während alle plaudern, genieße ich Nutella. Du solltest dich schämen, Zack. Ich brauche diese Nutella für meine heiße Schokolade. Ich will nämlich auch in dieser Runde gewinnen. Dafür muss ich einfach Nutella mit etwas Milch verrühren. Und diese Mischung erhitzen. Riecht gut. Oh ja, da würde ich auch gern was von trinken. Mann, wie soll ich denn diese Milch hier öffnen? Och Mensch! Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Jetzt muss ich unbedingt gewinnen, damit all diese Opfer nicht umsonst waren. Hm, ich benutze einfach meine Lieblingsschokoladen. Damit werde ich sicher gewinnen. Schaut zu und lernt was. Heiße Schokolade ist doch was aus der Vergangenheit. Heute wird Schokolade separat serviert, weil das erstens viel schöner aussieht und zweitens viel besser schmeckt. Ich gebe meine heiße Schokolade in so eine Silikonform und schon erhalte ich solche Halbkugeln. Da gebe ich jetzt etwas Kakao hinein und ein paar Marshmallows. Und jetzt könnte ich diese Kugeln ja noch zusätzlich dekorieren. Mit Zuckerguss zum Beispiel. Jetzt kommt in mein Glas heiße Milch. Da muss man jetzt die Schokokugel reinwerfen. Oh, das ist ja irgendwie viel zu kompliziert. Ich mach's auf die gute alte Weise und servier meine heiße Schokolade mit ein paar Keksen. Was riecht denn hier? Sag, du hast dein Herd vergessen. Oh Mann, ich muss alles ausschalten. Mensch, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sieht ja ganz schön blöd aus. Aber ich hoffe, Kate wird's gefallen. Alles klar, was haben wir denn da? Soll das heiße Schokolade sein? Na, ich kann zumindest diesen Schokoriegel probieren. Ist doch einfach nur ein KitKat, nichts Besonderes. Hm, was hat denn die Oma gemacht? Hm, das schmeckt lecker. Selbstgemachter Kakao mit Keksen. Was könnte schöner sein? Und jetzt will ich dieses Wunder hier probieren, was mir die Köchin gemacht hat. Diese Portion sieht auf jeden Fall interessanter aus als die anderen. Alles klar, ich muss die Kugel einfach in die Schokolade geben. Wow, das sieht ja aus wie ein Wunder. Ist denn die Milch jetzt wirklich schokoladig geworden? Muss ich probieren.
Wow, das schmeckt einfach mega gut. Also in dieser Runde hat eindeutig die Chefköchin gewonnen. Natürlich, schließlich bin ich ein Profi. Jetzt wünsche ich mir eine Torte. Und zwar eine große und eine leckere. Ach, also Torten kann ich backen. Ah, ist auch ganz einfach, das schaffe ich. Oh, da freue ich mich ja schon. Ich liebe es nämlich, Torten für meine Enkelin zu machen. Ich mache natürlich Kates Lieblingstorte. Und zwar in einer Herzform, damit sie sich freut. So in etwa. Sieht gut aus. Da kommt jetzt noch ganz schön viel Creme rein. Je mehr, desto besser. Denn je sahniger eine Torte ist, desto besser schmeckt sie. Und jetzt nehme ich mir so einen Spatel und verteile die Creme. Ich bin fertig. Mann, schmeckt das gut. Jetzt nehme ich mir frische Beeren und dekoriere damit die Torte. Die Erdbeere schneide ich in Hälften und klebe sie an der Seite fest. Und die Blaubeeren kommen einfach oben drauf. Na, gefällt euch meine Torte? Ach, irgendwie ist das ganz schön banal. Ich zeige euch, wie man einen originellen Kuchen macht. Zuerst teile ich diesen Kuchen in zwei Stücke, stemme sie aufeinander und schneide die Mitte aus. Fertig. Des Weiteren mache ich der Oma nach, aber nicht zu lange. Nachdem der Kuchen mit Sahne bedeckt ist, ist es Zeit, unsere Konstruktion umzudrehen. Wunderbar, unsere Basis ist fertig. Jetzt muss sie ausgemalt werden und wie ihr wahrscheinlich schon verstanden habt, soll das ein Regenbogenkuchen sein. Jetzt nehme ich mir auch einen Spatel und verteile die Farbe. Wunderbar. Und jetzt fehlen noch ein paar Details. Ein kleiner Marzipan-Smiley. Und mit der restlichen Creme mache ich noch wunderschöne Wölkchen. Mein Meisterwerk ist fertig. Mensch, Leute, wieso macht ihr alles so kompliziert? Hauptsache, dass der Kuchen lecker schmeckt. Was? Das sieht ja mega gut aus. Aber Moment mal, ich habe auch eine Idee. Ich nehme mir einfach rosa Schokolade, erhitze sie. Yeah, ich bin fertig. Probieren wir mal. Schmeckt ganz schön gut. Und diese Schokolade kommt jetzt einfach auf meine Torte drauf. Ach ja, und die Zuckerstreusel nicht vergessen. Gefällt dir das, Oma? Schau dir das an. Tada! Oh, das nenne ich wunderschön. Ich hoffe, der Emma wird's gefallen. Oh, diesmal habt ihr euch aber wirklich Mühe gegeben. Oh, was für ein süßer Regenbogen. Den muss ich sofort probieren. Mann, schmeckt lecker. Aber hier fehlt noch was. Oh, Oma, ich hoffe, dass deine Torte noch besser schmeckt. Lecker Schmecker, aber hier fehlt auch noch was. Sag, vielleicht hast du ja die perfekte Torte gemacht. Naja, von außen sieht die nicht besonders attraktiv aus. Mmh, riecht aber gut. Unglaublich, das ist genau das, was ich wollte. Zack, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, endlich habe ich auch mal gewonnen. Super.